Einrichten und das Optimieren von einer Spritzgussmaschine. Dazu gehört dann auch noch das Bemustern von neuen Werkzeugen oder neuen Materialien, die wir verspritzen. Qualitätssicherung gewährleisten, das heisst, Teile nicht prüfen während der laufenden Produktion. Das Bereitstellen von den Peripheriegeräten wie Angussmühlen oder Entnahmegeräten. Als erstes bin ich mal hierher schnuppern auf Santoni in KBS. Weil vorher habe ich gar nicht gewusst, was ein Kunststofftechnologe macht, was seine Arbeiten sind. Und durch die dreitägige Schnupperlehre hat es mir nicht so gut gefallen. Da habe ich mich gerade beworben und zum Glück habe ich die Lehrstelle auch gerade bekommen. Die Lehre zum Kunststofftechnologe geht 4 Jahre. In den ersten 2 Jahren ist man ungefähr 8 Monate im Werkzeugunterhalt. Dort lernt man die mechanischen Grundlagen wie Fräsen, Drehen. In der Produktion geht es darum, das Fachwissen, das man in der Berufsschule erlernt hat, direkt an der Maschine umzusetzen. Und während all diesen 4 Jahren lernt man auch den Umgang mit den Betriebsmitteln. Da wir verschiedene Kunststoffe und verschiedene Produkte verarbeiten, kommt es ihm nie langweilig. Das Erkennen und das Lösen der Spritzgussfehler finde ich sehr spannend. Auch in der Berufsschule haben mir die Schwerpunktfächer wie Physik oder Werkstofftechnologie sehr gut gefallen. Dass die Berufsschule zu Aarau ist, jedoch habe ich später sehr geschätzt, habe ich so einen weiten Schulweg gegeben. Durch das bin ich viel selbstständiger gekommen. In der Berufsschule haben wir am Anfang viele Prüfungen gehabt und die Anforderungen waren sehr hoch. Doch mit ein bisschen Übung konnte ich mich dann stark verbessern. Ein grosses Interesse an Technik und Automation sind sehr wichtig. Zudem sollte man Freude an Mathematik und Chemie haben. Räumliches Vorstellungsvermögen, gute Auffassungsgabe, handwerkliches Geschick, exakt zu arbeiten und Interesse an einem technischen Beruf sind ebenfalls Grundvoraussetzungen. Als Kunststofftechnologe ist es so wichtig, dass man gut in einem Team arbeiten kann.